Schöner Move von Harnik. Der ist ja allgemein so ein kleiner Tiefflieger. Hat ja auch gegen Berlin wieder versucht, einen Fallrückzieher zu machen. Hat allerdings keinen guten Tag erwischt. So, jetzt André Hahn und da ist Bobby Wood und das ist kein Tor. Aber fliegen läuft gerade hier. Ito springt vorbei, der nächste springt vorbei mit Bakalorz. Das wird immer besser. Nochmal, herrlich. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des HSV Karrieremodus. Wir sind am Start heute Episode 3 dieses wunderbaren Projekts hier auf dem Kanal und wir haben auch in der letzten Episode wieder Kritikenhagel gehabt, bis zum geht nicht mehr. Dazu kommen wir gleich. Heute geht es auf jeden Fall im Pokal gegen Hannover 96. Dazu gehen wir in die Winterpause mit einem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach kurz davor noch. Gegen Wolfsburg haben wir ja gewonnen und danach gibt es hier keine englische Woche. Warum, weiß ich nicht. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, weil das Spiel gegen Frankfurt ist für uns am 3. Januar. Also es gibt quasi keine Winterpause. Ja, es ist irgendwie ein bisschen seltsam, aber gut, wenn EA meint, dass wir das so machen, dann machen wir das halt eben so. Ich freue mich drauf, das Spiel gegen 96 werden wir spielen, das Spiel gegen Gladbach werden wir spielen und das Spiel gegen Frankfurt gibt es dann nächste Episode. Wir starten schon in die Transferphase und haben dann dementsprechend nächste Episode schon unsere Top-Transfers am Start und genau das ist so ein bisschen euer Problem. Ihr sagt nämlich, der Umgang mit dem Verein ist sehr unrealistisch und die Transfers sind sehr unrealistisch und dass das Ganze nicht so wirklich passt. Und genau das ist der Sinn von einem Karrieremodus, Freunde. Es tut mir ja leid, aber wenn ihr euch die anderen mal anguckt auf YouTube, beispielsweise den vom Hansus mit Regensburg, glaubt ihr ernsthaft, dass es realistisch ist, dass Regensburg im 4. Jahr deutscher Meister wird? Also bitte, man muss doch irgendwas machen, um Spaß zu haben. Und in diesem Szenario hier versuche ich halt den HSV wieder erfolgreich zu machen und hole dafür halt eben die Spieler, die im Idealfall den HSV wieder besser machen. Beispielsweise ein Balotelli. Natürlich sind das krasse Transfers, unrealistische Transfers, aber ganz ehrlich, es ist auch unrealistisch, dass der HSV diese Saison noch wieder an seine Leistungsgrenze zurückgeht. Und ich mache einfach meine Art und Weise, wie ich den HSV zurückführen würde. Und Karrieremodus ist doch dafür da, unrealistisch zu sein. Man kann keinen realistischen Karrieremodus machen. Zumal nicht, wenn ich spiele. Wenn ich simuliere, ist das was anderes. Wenn ich spiele, geht das einfach nicht, weil ich so gut wie jedes Spiel, es ist leider so, gewinne. Und dementsprechend ist es leider nicht möglich. Aber dementsprechend, wieder dementsprechend, könnte man ja auch einfach gute Spieler holen. Und Spaß haben, sich austoben. Vollkommen scheißegal, mit welchem Verein. Ich verstehe den Ansatz dahinter, dass ihr sagt, ah, das ist unrealistisch. Aber die realistischen Karrieren, sind wir mal ganz ehrlich, habt ihr auch nicht gefeiert. Ihr könnt trotzdem gerne die Videobeschreibung auschecken. Links zu IGVOL 6%. Aber eure Coins, Fieber Points, PS, einmal ist auf guter Bitte, Code Max Gaming TV, dazu natürlich meine Social Media Links, Instagram und Twitter, schaut da auf jeden Fall mal vorbei und wir sind jetzt am Start hier mit dem Pokalspiel, dementsprechend werden wir natürlich ein bisschen B11 auflaufen lassen, aber das mache ich gleich im Matchscreen und wir sehen uns dann gleich im Stadion wieder, ich weiß gar nicht, spielen wir zu Hause oder Auswärtsspiel zu Hause im Volksparkstadion gegen 96, das letzte Mal, als das war, sah Hamburg nicht sonderlich gut aus, wenn ich mich recht erinnere, da gab es eine Niederlage, Nachführung, das soll heute natürlich anders laufen, wir gehen rein. Wenn ihr euch übrigens wundert über die Perspektive, das kann ich durchaus nachvollziehen. Allerdings habe ich meinen Bildschirm jetzt über Weihnachten, wo ich zu Hause bin, nicht mitgenommen und dementsprechend muss ich mit meinem normalen Fernseher aufnehmen. Deswegen ist es für mich auch ganz ungewohnt, dass ich so nah dran sitze. Aber ein anderes Szenario halt so funktioniert halt eben nicht, weil ich hier keinen Bildschirm mehr habe zu Hause, schlicht und ergreifend. Wir haben, wie gesagt, einige Änderungen in der Startelf. Die komplette Offensive ist verändert. Hinten steht Papadopoulos zusammen mit Mavrai, auf der linken Seite van Drongelen. Rechts tatsächlich Diekmeier, der weiterhin auf sein erstes Bundesliga-Tor wartet. Am Wochenende jetzt, unter der Woche hat er die Chance gehabt, beziehungsweise hat es eigentlich gemacht, aber stand im Abseits dummerweise. Und vorne André Hahn und Bobby Wood. Mal sehen, ob das irgendwas bringt. Hahn spielt auf rechts außen, da bin ich auch noch nicht hundertprozentig überzeugt von, aber wir schauen mal. Schöner Ball auf Ito und der ist natürlich schnell. Hat er den Abschluss, ist die Frage. Hat er den Abschluss auf der Linie geklärt von Sané? Er hätte ihn gehabt, er hätte ihn gehabt. Das ist gar nicht so schlecht. Für den Anfang auf jeden Fall schon mal mit unserem jungen Ito. Wir sind bisher auch deutlich überlegen. 96 war gerade einmal kurz vorne, aber hat auch nicht aufs Tor geschossen oder irgendwas Gefährliches produziert. Hahn wieder raus auf Ito. Zweiter Pfosten sehe ich Aaron Hunt einlaufen, aber Esser ist da. Hahn gut gegen Ostschalk, den ehemaligen Hamburger. Flanke rein, André Hahn, André Hahn. Gefährlich, gefährlich. Es wird immer besser. Ich muss übrigens jedes Mal wieder die Cam suchen, weil ich gewohnt bin, dass die auf dem Bildschirm steht. Aber die steht jetzt hier unten. Dementsprechend verzeih mir, wenn ich falsch spiele, und gucke teilweise. Aber normalerweise blicke ich ja sowieso auf den Bildschirm über euch. Saliovic. Ah, schöner Versuch. Ich hatte eigentlich gar nicht gewusst. Ich wusste gar nicht, dass es Saliovic ist. Aber als ich es gesehen habe, wusste ich, das könnte gefährlich werden. Genau wie diese Ecke. Aber die nimmt Wood an. Tore schießen, momentan bei Wood auch eine Realität, so ein kleines Problemchen. Ich gucke schon wieder nach oben, wie ihr seht. Schöner Flankenwechsel auf Ito, Esser ist da und keiner kommt dran. Ihr merkt, wir haben Highlight after Highlight und wir sind gerade mal in der 34. Minute, also es geht voran. Allerdings kriegen wir den Ball halt bisher noch nicht ins Tor. Diekmeier gewinnt das Kopfball gegen Karaman, war das, glaube ich. So, nächste Gelegenheit jetzt vielleicht.
wenn, ach nee, das ist Salihovic, der wird da nicht durchstarten, aber er kriegt den Ball trotzdem und jetzt muss er den natürlich auf den starken Linken legen, die Flanke und Ito. So eng mit dem Kopfball bei Ito, aber Van Drongelen ist da. Vielleicht kriegen wir ja nochmal einen gefährlichen Flankenball in die Mitte, jetzt haben wir keinen kopfballstarken Spieler da, da kommt Salihovic, aber Anton kehrt. Salihovic ist unser sprintender Aktivposten bisher in dieser Partie, setzt sich durch gegen Anton. Schöner Move von Harnik, der ist ja allgemein so ein kleiner Tiefflieger, hat ja auch gegen Berlin wieder versucht einen Fallrückzieher zu machen, hat allerdings keinen guten Tag erwischt. So, jetzt André Hahn und da ist Bobby Wood und das ist kein Tor, aber fliegen läuft gerade hier. Ito springt vorbei, der nächste springt vorbei mit Bakalorz, das wird immer besser. Nochmal, herrlich. Und jetzt wieder der Ball auf Salihovic und diesmal ist er frei durch vor dem Tor von Esser und Anton, weil ich den auf den linken Fuß legen muss, kommt dazwischen. Das war dumm gemacht. Das war richtig dumm gemacht, aber ich traue mich nicht mit Salihovic mit rechts zu schießen. Ich glaube, 2 Sterne Weakfall oder sowas müsste der haben. Also nichts, was irgendwie erfolgsversprechend wäre. Wood jetzt. Wood, schön gespielt. Salihovic. Oh Gott. Und jetzt. Jetzt ist das Tor da. Bobby Wood ist der Torschütze und wir gehen tatsächlich in Führung. 64. Minute. Die Flanke kommt von Aaron Hunt, nachdem sich Ostschulek, der Ex-Hamburger, ganz, ganz böse verschätzt da. Und Wood. Gut, den kann er auch nicht machen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also den muss er ja fast schon reinmachen. Aber er macht ihn halt eben auch rein. Was ist das denn bitte für eine Wiederholung? Besten Dank. Ich habe vor dem Tor bereits einen Wechsel vorgenommen, der aber dann erst ausgeführt wurde. Wir haben ihn in der 50. gemacht, das Tor fiel in der 68., 69., also sehr, sehr gut. Und zwar ist unsere linke Seite jetzt eine komplette Verjüngungskur. Neben Ito ist nämlich jetzt Van Drongelen und Arp. Auf der linken Stürmerposition. Wallacy ist rausgegangen. Hunt ins rechte, ins zentraloffensive Mittelfeld. Salihovic auf die 6. Hahn aufs rechte Mittelfeld. Nein. Ich wollte den Ball auf außen spielen. Ich wollte den wirklich auf außen spielen. Das war 96 dickste Chance. Die hatten eine Gelegenheit über Jonatas nach einer Ecke per Kopf. Aber das war nicht nennenswert. Und jetzt haben wir die Konterchance. Kostic für den komplett ausgebrannten Fiete Arp. Für den Fiete Arp. Fiete Arp steht da hinten. Da ist er. Jan, Fiete Arp. Und dann bleibt Wood. Warum steht Wood im Weg? So, Spiel müsste jetzt durch sein. Ne, komm, jetzt mal nicht so. Spiel müsste jetzt durch sein innerhalb der nächsten paar Sekunden. Sehr überlegen geführte Partie. Ich habe schon wieder falsch geguckt. Wir ziehen ein in die nächste Runde des DFB-Pokals und das komplett verdient. Wir waren das komplett überlegene Team. Die Fans können zufrieden sein. Leider nur ein Tor gemacht, aber hatten dicke Chancen auf jeden Fall. Wenn es so weitergeht die nächsten Wochen, dann sehe ich auf jeden Fall Potenzial bei uns. Jetzt geht's gegen Gladbach. Das wird auch nicht einfach. Aber wir sind erstmal in der nächsten Runde vom Pokal. Das ist schon mal schön. Mit einem Sieg könnten wir schwuppdiwupp auf jeden Fall mal auf Tabellenplatz 9 vorspringen, vorausgesetzt die anderen spielen mit. An Stuttgart können wir auf jeden Fall vorbeiziehen und wir wären dann immerhin auf 5 Punkte dran an Gladbach beziehungsweise auf 3 Punkte dran am internationalen Geschäft, vorausgesetzt die anderen spielen mit. Aber das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Dementsprechend wird das jetzt unser nächstes Ziel, unsere nächste Aufgabe. Ich werde natürlich nicht Ekdal im Sturm spielen lassen. Ich werde da allerdings auch nicht Bobby Wood spielen lassen. Ich werde da Nikolai Müller spielen lassen. Kostic geht auf die rechte Seite. Nein. Kostic bleibt links und auf der rechten Seite geht Ito. Ach nee, Ito hat gerne Fitness. Schade. Egal, schauen wir mal, wie ich es gemacht habe. So, Gladbach gegen den HSV im Borussia-Park. Wir spielen in unserem wunderschönen blauen Trikots, rennen uns direkt gegenseitig über den Haufen, weil wir gar nicht gewohnt sind, nicht in roten Hosen zu spielen. Aber das sieht, wie gesagt, sehr geil aus. Das habe ich ja bereits in meiner Trikotanalyse vor der Saison gesagt, dass ich das Hamburger Auswärtstrikot oder drittes Trikot, ich weiß gar nicht, welches es ist, richtig geil finde. Die Frage ist jetzt nur, wie können wir damit umgehen? Boah! Wunderschön kombiniert von Gladbach da und Stindl setzt das Ding im Endeffekt an Pfosten. Finde ich übrigens lächerlich, dass der immer noch kein reales Ingame-Face hat, aber das ist eine andere Geschichte. Langer Ball nach vorne auf André Hahn, der ist glaube ich nicht so schnell wie Reece Oxford. Wir können uns bisher noch nicht so wirklich befreien aus der Umklammerung von Borussia Mönchengladbach. Die machen da, oh, da sollte der nicht hin, da, die machen das bisher sehr, sehr gut auf jeden Fall. Spielen in der Offensive extrem stringent und vor allem ballsicher bis zum geht nicht mehr. Ich komme überhaupt nicht daran. Drimmic, der Ex-Hamburger, also wenn der nicht heute trifft, dann weiß ich auch nicht. Das ist doch nicht wahr. Ich wollte einen Torwart rausholen. Ich habe Y gedrückt, weil ich einen Torwart rausholen wollte. Martenia bleibt auf seiner Linie kleben. Und dann gibt es das Eigentor von Gideon Jung. Was ist das denn bitte? Das ist wieder so ein typischer FIFA-Bug. Aber das ist auch unglaublich schlecht von Martenia, dass er nicht rauskommt. Und von Jung, das ist ja die... Naja, egal. Rückstand aufholen. Auf geht's.
Nico, das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Also wenn schon nichts geht und dann auch so ein Kopfball, das ist ein sicheres Tor eigentlich. Normalerweise muss er den reinmachen. Aber alles, was gerade im Spiel auch gegen 96 so wunderbar funktioniert, die ganze Kombination, der ganze Spielfluss, diese ganze offensive Kreativität, die wir auf den Platz gebracht haben, davon ist gerade nichts zu sehen, leider Gottes. Wir sehen keinen Stich eigentlich. Das war jetzt mal ein Stich, aber ansonsten ist Gladbach das deutlich bessere Team mit viel, viel mehr Ballbesitz. Das ist ganz, ganz schwach gespielt. Jetzt, na, ich weiß nicht, ob ihr das noch gesehen habt, 33% Ballbesitz haben wir. Aber der Pass von Hahn auch. Also ich meine, ich weiß nicht, ob Fiete Arp sowieso im Abseits gestanden hätte, aber nichtsdestotrotz, der war so unplatziert, so schlecht. Ich habe keine Ahnung, was mit den Jungs los ist heute. Da geht nicht viel und vor allem einfach zu wenig, was die Präzision angeht. Oh, Präzision und Kreativität angeht. Arp hält den Ball immer noch in unseren Reihen. Aber ihr seht das, guckt mal, da sind keine Laufwege, da sind keine Räume. Kostic rennt nur ins Abseits. Und dann geht Holtby nicht entgegen und Hahn wird angelegt. Was soll das, FIFA? Was soll das? Wieder klärt Jung den Ball nicht richtig. Und dann diese wunderschöne Grätsche. Okay, damit hat er seinen Fehler gerade wieder gut gemacht. Also es war ganz, ganz miserabel, was die Klärungsaktion anging. Aber dann mit dem Tackling sehr, sehr gut. Wir kommen auch überhaupt nicht in die Zweikämpfe rein. Jetzt Akai mal wieder. Ich weiß nicht, war unsere B11 besser? Oder ist Gladbach einfach nur so viel stärker als 96 hier? Wir haben jetzt mal eine Wunderwaffe gezogen. Wieder falsch geguckt. Und zwar Bakariata ist eingewechselt worden. Und zwar für André Hahn. Müller ist dafür ins Sturmzentrum jetzt gerückt. Also neben Fiete Arp. Mal sehen, ob Jatta irgendwas bewirken kann. Vielleicht mit Tempo und Kreativität auf der Außenbahn. Ich meine, der hat Müller auch, klar, aber der hat bisher noch nicht wirklich was gezeigt. Und vielleicht klappt das bei dem im Sturm besser. Oh, da kommt Holtby wieder nicht entgegen. Wieder nicht. Genau wie gerade in der Szene, 2-0. Kannst dann auch einfach nichts machen. Das ist schlecht gespielt einfach, schlecht. So wird es nicht, ich gewinne alles. Fast alles. Was ist mit Müller denn heute los? Warum zielt der denn die ganze Zeit zu hoch? Beim Kopfball schon 3 Etagen zu hoch. Jetzt, okay, der Schuss war nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ein Tucken weniger. Und dann ist das Ding drin. Und dann sind wir zumindest wieder dran. Holtby ist jetzt gerade nach dieser Aktion von mir eisekalt ausgewechselt worden. Sehe ich nämlich gar nicht ein, sowas. Ist ja sowieso aber nicht mehr sonderlich gefragt bei mir. Nachdem im Winter ja höchstwahrscheinlich noch ein neuer Zehner verpflichtet wird. Süß, dass Arp da hochspringt, aber wieso springt er da so hoch und nicht einfach in den Ball noch rein? Wir haben heute in diesem Spiel hier gerade kein Glück. Das Ganze, was gegen 96 gut geklappt hat, funktioniert jetzt gerade leider nicht. Jetzt ist Albin Ekdal am Ball. Legt ihn mal ab nochmal. Der kommt auch nicht an. Also wie gesagt, heute ist der Wurm drin in dieser Partie. Nochmal Müller und da ist der Anschlusstreffer. 83. Ja, schön, dass er mal auf Stelle steht. Dann rennt er am Ball vorbei. Der soll den Ball aufnehmen und er jubelt erstmal wie Fidget Spinner. Wieder im Kreis gedreht, man kennt das ja von ihm. Schöner Doppelpass mit Fiete Arp, der damit seinen Assist macht. Und dann der trockene Abschluss. Einmal funktioniert das präzise Spiel und schon fällt auch das Tor. Das hätte nun mal früher klappen müssen, weil ich glaube, es ist fast schon zu spät. Aber wir stehen auf totaler Angriff, also jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren. Ich verstehe es nicht. Dieser Pass war nicht auf die rechte Außenbahn geplant, sondern auf Müller ins Sturmzentrum. Mal abgesehen davon, ob der angekommen wäre oder nicht. Ich hab da einfach nicht hingedrückt. Warum sagt die EA, spiel da hin? Warum geht Kostic nicht entgegen? Das geht nicht in meinen Kopf rein. Jetzt die Kontergelegenheit für den, für die Fohlen, für Borussia Mönchengladbach, für Lars Stindl. Ja. Folgerichtig 3-1. Das ist so schlecht verteidigt. Da ist kein Zugriff, da ist nichts, das ist keine Aggressivität. Und ich weiß nicht, warum da keiner bei Raphael steht, wenn Sakai. Also er steht zwischen Sakai und, ich weiß nicht, Santos war es, glaube ich. Und De Araujo. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Macht nochmal eine Bude. 3-1, Auswärtsniederlage. Das ist in Ordnung. Wir haben uns nicht schlecht präsentiert im zweiten Durchgang, aber halt einfach grundsätzlich zu schlecht. Das war nichts.
Hinrunde ist aber noch nicht beendet. Wir haben ja noch das Spiel gegen Frankfurt, warum auch immer. Aber gut, das kommt dann in der nächsten Episode dran. Wir gehen jetzt erstmal über Weihnachten hinweg und dann zum 3. Dezember, 3. Januar oder Richtung 3. Januar, wo wir dann unser Spiel gegen, ach du meine Güte, unser Spiel gegen Frankfurt haben. Wir können 8 Spieler verlieren. Das sind ja gar nicht viele. So, wie kann ich denn hier mal gucken, wie lange ist denn die Vertragsdauer? Sakai läuft aus. Shiplock, gut, Shiplock ist kein Problem, aber Sakai sollten bei den Vertragsverhandlungen treten durchaus. So, Sakais Gehalt haben wir mal eben gesenkt und zwar um eine ganze Menge. Und zwar um, im Endeffekt waren das jetzt 8.000, die wir gewonnen haben oder quasi reingeholt haben. Jetzt geht's in die Verhandlungen mit Ito. Bei Salihovic hat es nichts geklappt, der wollte viel zu viel Gehalt haben dafür, was er halt eben noch leisten kann mit seinen 33 Jahren, auch wenn ich ihn mag, das kann ich mir nicht leisten, aber dafür muss ich mit Müller verlängern, beziehungsweise will ich mit Müller ganz gerne verlängern, ich weiß nicht, ob das eine Transferliste ist, aber er ist einer der wertvollsten Spieler und dementsprechend wäre das schon schön. Wir müssen eine Freigabesumme einbauen, das musste ich auch noch nie, bisher ist es immer okay gewesen, wenn ich gesagt habe, ich möchte den nicht, aber jetzt brauche ich es anscheinend, aber dafür versuche ich mal mit 35.000 Gehalt, mal sehen, was dazu gesagt wird. Oh, 26,5, das ist deutlich weniger als bisher. Das akzeptieren wir direkt, weil der Bonus und so, das ist vollkommen okay. Aber das ist schön und damit haben wir alle, die ich verlängern möchte, verlängert. Holpi wird sowieso verkauft, genauso wie Hunt. Diekmeier auch und der Rest, ja. Gut, ich meine, wir müssen jetzt natürlich gucken, dass wir die auch wirklich im Winter verkaufen. Oder, nee, wir verlängern, glaube ich, nochmal vorsichtshalber, damit wir nicht jetzt im Winter die verlieren. Ablösefrei, meine ich. Auch bei Holtby konnten wir das Gehalt jetzt dramatisch senken und gut, da wäre dann der Einstiegsbonus und so weiter und so fort. Aber den haben wir jetzt auch für 3 Jahre gebunden, den verkaufen wir doch nicht. Dafür sind weiterhin Diekmeier und Hunt bei mir geplante Verkäufe zumindest. Ich weiß nicht, ob sie jetzt nach der Verlängerung noch auf der Verkaufsliste sind, aber das checken wir nochmal. Und dann ist es auch das Ende von dieser Episode quasi. Ich bin gespannt, wie es euch... Genau, die sind noch drauf. Sehr schön, Ekdal ist aber auch noch drauf. Warum ist Ekdal eigentlich drauf? Warum will ich eigentlich Ekdal verkaufen? Das ergibt ja eigentlich gar keinen Sinn. Na, wobei, doch, wenn Touré kommt, dann haben wir noch Wallacy, Salihovic momentan. Ja, ergibt schon Sinn. Aber den Transfer zu Köln delegiere ich mal. Ich will mindestens 9,6 Millionen haben und ich fordere mal anfangs 11,7. Und ja, nee, ich will mindestens 9,6 haben. Und ich fordere anfangs 11,7. So, jetzt haben wir es. Mal sehen, was da so bei rumkommt. Im Endeffekt, ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Training mache ich jetzt nochmal kurz, aber das müsst ihr nicht unbedingt sehen. Es wird jetzt nicht mehr passieren bis zum Januar. Und da sehen wir uns in der nächsten Episode wieder mit den Verpflichtungen von Mario Balotelli, mit den Verpflichtungen von Hakimi und Touré und natürlich auch von unserem neuen Star, beziehungsweise unserem Top-Transfer, hier wegen Lozano. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und mit dem Angucken der Scout-Berichte von Alessandro Plea, von hier wegen Lozano, 78, 14,5 Millionen Wert. Unglaublich schnell unterwegs. Gute Werte grundsätzlich. Albin Ekdal, Übereinkunft 11,2 Millionen. Sehr, sehr schön. Nehmen wir an. Damit verabschiede ich mich. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass ihr ja, ein wunderschönes Wochenende habt. Jetzt am kommenden Wochenende auch schön Fußball sehen könnt, nochmal beim letzten Spieler der Bundesliga. Und wir sehen uns. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.